Hier komme ich noch gar nicht durch. Das ist ja interessant. Aber hier war ich doch vorhin, oder? War hier nicht vorhin diese komische rote Tür? Also hier dieses Zeichen. Ich bin jetzt... Ja klar, hier war doch der hier. Der Schlüssel. Oder das Schloss des Betrachters. Bin ich total verwirrt. Hallo und herzlich willkommen zu Let's Play Darksiders Folge 24. Und wir wollen jetzt gar nicht um den heißen Brei reden. Und machen jetzt einfach mal hier das Türchen auf. Tor Nummer 3. Und mal hoffen. Ah, stimmt. Dass wir hier mal ein bisschen HP kriegen. Hallo, komm her. Ja, fein, der kommt zu Papa. Komm her. Hallo. Oh, okay. Was ist das hier für ein Weg? Okay. Hier waren wir vorhin schon. Ich wollte gerade sagen, es kommt mir so bekannt vor. Müssen wir etwa wieder zurück? Klickt mal hier. Klar, müssen wir zurück. Und zwar hier hin. Wow, ich wurde auch direkt zurückgeschleudert. Ah, schaut mal. Okay. Okay. Und wir beginnen diese Folge da, wo wir aufgehört haben, nämlich mit einem Rätsel. Nun gut, dann wollen wir mal schauen. Dann machen wir erstmal als erstes mal da oben das Türchen auf. Und wie sie sehen, ah doch, sie sehen was, aber sie kommen nicht ran, junger Mann. Ist ja schon mal ein Träumchen. Komme ich vielleicht ran, wenn ich den dahin schiebe, schubse, wie auch immer? So, zack, und gleich nochmal. Ist ja wie zu Hause im Real Life. Da habe ich auch so eine Kraft. Nee, das reicht nicht. Das reicht vorne und hinten nicht. Können wir vielleicht irgendwas noch... Na komm. Das dauert mir zu lange. Können wir vielleicht noch irgendwas draufstellen? Oh, das war aber... Er hat aber hier ordentlich gezimmert hier. Oh, noch ein Stück. So, sehr gut. Hier ist nichts weiter. Und den Zug können wir noch nicht rausziehen, weil wir müssen erstmal diese Plattform nach oben bringen. Schauen wir doch mal. Okay. Okay. Ich habe eine Idee. Beziehungsweise, ach nee, kann ich ja gar nicht. Nein, stopp, nochmal. Nochmal in die Richtung. Ich habe jetzt gerade einen Denkfehler gehabt. So, und zwar... Ich will da immer noch ran. So. Also schieben wir den jetzt hier lang. Ich
Frage ist jetzt, ob ich da lang muss oder lang kann. Ich will jetzt da einfach lang. So. Okay. Ich muss da scheinbar lang. Uhuhu. That was a little bit too doll. Komm schon. Ah. Das Schöne ist jetzt an dieser Geschichte hier, auch wenn ich den Zug ziehen muss, beziehungsweise schieben, kommt er trotzdem pünktlich an. Denkt mal drüber nach. Kann sich die Deutsche Bahn mal eine Scheibe von abschneiden? Ach, da hinten. So. Und zack. So, jetzt schieben wir diesen wunderschönen Zug einmal quer rüber. Ja, und jetzt können wir auch da hoch. Hättet ihr mir eigentlich nicht zeigen müssen, wäre ich jetzt auch von selber drauf gekommen. Ich bin vielleicht ein bisschen doof, aber auch meine Doofheit hält sich eigentlich in der Regel in Grenzen. Geht es hier noch weiter hoch? Ne, hier geht es nicht weiter hoch. So, meine Freunde. Dann könnte es theoretisch rechts lang oder geradeaus. Kommt mir aber auch so bekannt. Ah, na klar, okay. Nee, hä? Bin ich verwirrt? Jetzt bin ich aber sowas von verwirrt. So verwirrt war ich schon lange nicht mehr. Wo muss ich denn jetzt lang? Mal so wieder doof gefragt. Wo ist ich denn wieder zurück? Mach mal auf hier den Brutkasten. So, hier ist nichts weiter. Ha, haha. Wir sind jetzt hier hochgekommen. Könnten theoretischerweise darüber. Theoretisch. Ich glaube, praktisch wird es nicht funktionieren. Aber hier noch weniger. Hall? Nee, nee, das reicht nicht. Da krepiere ich vorher. So, was haben wir hier? Genau, von da kommen wir ja. So, das ist dieser Zug. Ha. Der ist mal kaputt. Können wir die eigentlich auch können wir die Heilung abschießen? Nee, abschießen kann man interessanterweise nicht. Was ich jetzt aber viel interessanter finde. Da ist ja noch ein. Hä? Ist da jetzt noch ein Weg? Habe ich jetzt das. Da jetzt den falschen Zug? Da geht's ja genau, weil da waren wir ja schon. Dann probieren wir jetzt einfach nochmal den aus. Ich weiß jetzt nicht, ob das hier was bringt. Das finden wir jetzt einfach mal gemeinsam heraus. Na. Was ist denn jetzt los hier? Ach, ich komme hier gar nicht mehr zurück. Hahaha.
Das ist ja ein Traum. Das ist ja ein richtiger Traum. Muss ich erstmal hier wieder die Geschichte wieder umdoktoren. Oh, bin wieder in die falsche Richtung gelaufen. Es ist doch zum Mäusemelken. Es ist doch einfach zum Mäusemelken. So. So, genau, der geht runter. Okay. Ich weiß jetzt gar nicht, ob das wirklich was bringt, was ich mache. Das muss ich jetzt herausfinden. Im Zweifel bekomme ich irgend so ein tolles Achievement. Sinnlos Zeit vertrödelt oder so. So, und schick mal den wieder rüber. So, weil an dem war ja offensichtlich nichts. Da kam ich ja nur wieder hoch. Oder ich hab's einfach nicht gesehen. Wohin ich da eigentlich muss. So, komm. Zieh, zieh. So, zack. Nochmal schnell wieder hier rüber. Aua. Ich weiß auch gar nicht, ob man nicht schon da vorhin einfach noch hier Wasser drin war. Ob man nicht da auch schon irgendwie hochgeschwommen sind oder so. Kann ich alles ehrlich gesagt nicht mehr sagen. Lass es uns herausfinden. Das werden wir spätestens jetzt erfahren und spätestens gleich werde ich denken, oh mein Gott, ich Noob. So, hier ist nichts. Es sieht zumindest vom Aufgang schon mal genauso aus wie beim anderen. Lol. Also hier können wir aber auch nichts machen. Hier ist nichts. Hier gibt es nichts zu tun. Also waren wir hier vorhin schon. Das heißt, ich darf alles wieder umstellen. Da ist nämlich hier dieses Ding hier. Ha, okay. Na gut. Aber wartet mal, wenn ich... Ich bin jetzt gerade echt ein bisschen verwirrt. Warte mal, lass mich da nochmal lang gehen. Ich habe jetzt gerade eine fixe Idee. Weil alle Wege führen mehr oder weniger in die gleiche Ecke. So. Das Ding hier können wir nicht benutzen. So. So, gehen wir mal hier hoch. Wobei, ich glaube, es ist eher die andere Richtung, weil er hatte auch vorhin ja diese Videosequenz gehabt. Aber ich will jetzt hier trotzdem mal schauen, ob hier nicht vielleicht doch irgendwie so eine Wand wieder ist oder so. Nee, 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 von da kommen wir ja. Was zur Hölle? Genau, wir mussten dann hier lang. Ja, und dann sind wir wieder da. Höchster. Sag mir bitte, dass die Truhe zu ist. Lol, 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 roffel, lol. Hallo. Eine Karte. Enthüllt die komplette Karte des aktuellen Bereichs. Drücken Sie Back, um auf die Karte zuzugreifen.
Ist ja ein Traum. So, wir müssen, da haben wir jetzt auch diesen einen Weg. Hier haben wir mehr oder weniger alles entdeckt. Ups, einer. Hier ist auch nichts unentdeckt. Ja, es gibt noch diesen einen Weg irgendwie. Das ist dieser hier, dieser Bereich. Okay. War ich hier schon mal? Wieso habe ich denn diese Kiste übersehen? Das ärgert mich jetzt schon wieder. Sei es drum. So, jetzt schieben wir mal hier den dicken Otto zurück. Nicht so weit, nicht so weit. Ach, doch nicht so weit. So. Es ist ein ganz schönes Labyrinth, muss ich sagen. Und bis man hier zu Ende geknobelt hat, das dauert auch eine ganze Weile. Aber ich muss sagen, das macht auch das Spiel irgendwie ziemlich cool. Und wir haben ja eben gesehen, im Zweifel, selbst wenn man dreimal den falschen Weg läuft, beim dritten Mal findet man dann eine Kiste. Also, es ist nicht alles umsonst. Ich wette, ihr habt die Kiste schon längst vor mir entdeckt. Ich bin da schon 13 Mal dran vorbeigelaufen wahrscheinlich. So gefühlt. Na komm, hallo. Runter. So, meine Freunde. Hat er kurz geladen. Falscher Knopf. Jetzt gucke ich nochmal auf die Karte. So, ich muss jetzt. Hä? Ich bin jetzt total verwirrt, ehrlich gesagt. Ich bin sowas von richtig verwirrt. Hätte ich jetzt den Weg gar nicht gehen müssen, oder was? Ich muss einfach nur. Oh, sag mir nicht, ich habe die ganze Zeit jetzt hier. Hätte ich die ganze Zeit zurückgemusst? Die ganze Zeit einfach doch da hoch? Da einfach durch die Tür? Wo ich jetzt eben schon lang gegangen bin? Oder muss ich hier lang? Ich glaube, laut Karte. Mich interessiert hier die rote Tür, ehrlich gesagt, deswegen. Ich gehe da einfach mal den Weg nochmal lang. Aber es macht für mich ehrlich gesagt gar keinen Sinn aus dem einfachen Grund, warum sollte ich jetzt denn extra hierher kommen? Ich habe doch hier bis auf die Karte, habe ich jetzt meiner Meinung nach gar nichts gefunden. Oder etwa doch? So, da ist nämlich kein Weg. Hier auch nicht. Und ich höre schon das Gestöhne. Das sind nämlich die Fischis. Die mir jetzt wahrscheinlich gleich ein bisschen auf die Pelle rücken. So. So, das ist. Da komme ich gar nicht durch. Hier komme ich noch gar nicht durch. Das ist ja interessant. Aber hier war ich doch vorhin, oder? War hier nicht vorhin diese komische rote Tür? Also hier dieses Zeichen. Ich bin jetzt. Ja klar, hier war doch der hier. Der Schlüssel. Oder das Schloss des Betrachters. Bin ich total verwirrt. So, ihr habt gemerkt, wir kommen jetzt irgendwie hier nicht weiter. Irgendwie haben wir jetzt ein Problem. Und wir müssen erstmal herausfinden, wie wir dieses Problem lösen. Ich bin ehrlich gesagt jetzt ein wenig verwirrt. Irgendwie habe ich mich scheinbar verfranst, beziehungsweise verlaufen, aber irgendwie auch nicht. Und
wo wir lang müssen, wie wir da hinkommen und ja, wann wir endlich die Quälerin sehen, das erfahren wir hoffentlich in der nächsten Folge von Let's Play Darksiders. Ich bedanke mich fürs Zusehen und sage wie immer, tschüss, bis dann.